Tag zusammen. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zum heutigen Webinar Industrial Metaverse für Einzelfertiger. Mein Name ist Carsten Röltgen. Ich bin für das Marketing und die Entwicklung des Netzwerks für Einzelfertiger zuständig und ich begleite Sie heute ein bisschen durch das Webinar. Bevor Herr Dr. Fuchs mit seinem Vortrag beginnt, möchte ich kurz einige organisatorische Dinge erläutern. Und zwar sind Sie generell von uns aus stumm geschaltet. Das heißt, wenn Sie Fragen haben sollten, können Sie das gerne über die Chat- oder die Fragefunktion hier bei mir, ist es auf der rechten Seite angeordnet, tun. Ich werde die dann an geeigneter Stelle vorlesen und Herr Dr. Fuchs bitten, sie zu beantworten. Gegen Ende des Webinars oder am Ende des Webinars werde ich dann auch noch mal ein paar Fragen stellen, die dann natürlich auch noch beantwortet werden. Jetzt muss ich noch ein paar Worte zum IFE, dem Netzwerk für Einzelfertiger, verlieren. Einzelfertiger oder wir bezeichnen sie auch als Auftragsvarianten und Projektfertiger sind Unternehmen, die im Kundenauftrag Produkte wie beispielsweise Maschinen, Anlagen oder Sonderfahrzeuge genau einmal oder in kleinen Varianten herstellen. Einzelfertiger finden sich in verschiedenen Branchen, wie zum Beispiel der maritimen Industrie, dem Sonderfahrzeugbau, dem Innenausbau, dem Stahlbau und natürlich auch dem Maschinen- und Anlagenbau. Das IFE ist eine branchenübergreifende Initiative von renommierten Einzelfertigern, spezialisierten Beratern und Vertretern aus der Wissenschaft. Unser Ziel ist generell das Netzwerken bzw. der Austausch, das Voneinanderlernen, indem wir versuchen, im Rahmen von Veranstaltungen die Akteure zusammenzubringen, so wie heute hier im Kleinen, ob online oder wie zum Beispiel auf unserem Kongress im Großen, der nächstes Jahr im Frühjahr wieder stattfinden wird. Der Ort wissen wir noch nicht genau, aber wird dann rechtzeitig noch bekannt gegeben. Ja, das soll zunächst von uns gewesen sein und ich würde jetzt Herrn Dr. Fuchs bitten, zu beginnen mit dem Vortrag. Danke. Super, vielen Dank, Herr Röltgen. Auch von meiner Seite einen ganz schönen guten Morgen. Metaverse ist natürlich für Einzelfertiger wie gemacht. Das ist also prädestiniert für die Einzelfertigungsindustrie. Wir werden gleich sehen, was die großen Vorteile sind. Das sind mal Beispiele. Also in der Industrie ist heute schon im Einsatz die Microsoft HoloLens auf Mesh läuft die. Das haben wir in der Klientel aus relativ weit verbreitet für kollaboratives Arbeiten international. Problem bei dieser weit verbreiteten Lösung ist, dass wir ein Risiko haben. Microsoft hat dem Team gekündigt, dem HoloLens-Team. Wir sind in der Fachwelt ziemlich sicher, dass Microsoft die HoloLens als Hardware, als Gesamtsystem nicht mehr weiterführen wird. Microsoft wird sich aus dem Hardware-Geschäft ganz zurückziehen und auf künstliche Intelligenz, Stichwort ChatGPT, fokussieren. Das heißt, wenn Unternehmen diese Systeme laufen haben oder eventuell ausbauen wollen, im Predictive Maintenance, in der Fernwartung haben wir das, dann laufen Sie Gefahr, dass es eine Sackgasse ist. Ne? Also Vorsicht, wenn Sie auf HoloLens arbeiten oder an HoloLens denken. Das ist die Alternative, virtuelle Realität, Schwerpunkt Meta. Die Quest 2 ist eine ganz erfolgreiche, weit verbreitete Brille unter 500 Euro. Die Pro ist jetzt neu rausgekommen. Sehr starkes Equipment. Ganz anderes System, natürlich Konkurrenzsystem zur HoloLens. Sehr zu empfehlen für die Industrie, wird auch breit in der Industrie eigentlich beliebäugelt, sage ich mal. Die Vorteile sehen Sie automatisch hier in diesem Video. Sie können damit skalieren. Wenn Sie solche Angebote bauen, können Sie weltweit skalieren. Sie brauchen keinen Shop, Sie brauchen keine Werkstatt, keinen Showroom, kein Labor. Sie können das alles virtuell kreieren und Ihre Teilnehmer, Partner, potenzielle Kunden, Interessenten weltweit, insofern Sie ein schnelles Internet haben, können sich einschalten mit einer Brille. Die sind auch sehr weit verbreitet und mit ihnen interagieren, kommunizieren. Das heißt, Sie können
weltweit verkaufen, entwickeln, abstimmen, tagen und so weiter. Das sind natürlich gigantische Vorteile in Richtung Kostensenkung, Skalierung, Reichweitenerhöhung für Einzelfertiger wie gemacht. Das ist hier ein Beispiel aus Esslingen, die Fachhochschule Esslingen integriert diese drei Systeme. Das ist eben hier gerade die HoloLens gewesen. Hier haben wir das Pad. Mit dem Pad können Sie virtuell arbeiten, Metaverse-relevant und dann hier die virtuelle Realität, die VR-Brille. Drei verschiedene Technologien, drei verschiedene Systeme, die aber integriert werden können in diesem Esslinger System. Die Esslinger haben es also geschafft, die drei Technologien zusammenzuführen und auf einer Plattform zusammenzubauen. Die sind aber sehr national orientiert. Das heißt, die sind noch nicht global aufgestellt. Das machen wir. Wir sagen, okay, wir bringen das dann in die Welt hinaus, haben auch Projekte laufen, sehr interessante Projekte, dass eben ein Anbieter in Deutschland mit Schweizer Konzern im Hintergrund versucht, das weltweit auszurollen und Maschinensteuerung, Maschinenkontrolle der Kunden in Österreich, in den USA, in Mexiko über den deutschen Server, die deutsche Plattform in China zu managen. Das ist ein sehr interessanter Ansatz, das macht auch sehr viel Spaß. Die führenden Brillen sind eben, sehen Sie hier, es gibt sehr viele Brillen, aber im Commerce-Bereich für Unternehmen haben wir eben diese fünf Brillen. Die HoloLens, wie gesagt, kritisch mit einem Fragezeichen zu versehen. Es geht zurzeit, der Wettbewerb, der ist unheimlich dynamisch. Also permanent verändert sich etwas, kommen neue Technologien heraus, läuft zwischen Meta USA und Pico China. Beide sind exzellente Geräte, also nur zu empfehlen, aber natürlich auch relativ hochpreisig. Neuere Komponenten kommen dazu. Wir haben haptische Handschuhe. Das ist auch alles nichts Neues. Also diese Sachen sind schon wieder ein, zwei Jahre alt. Sie können haptisch über Aktoren, Sensoren etwas spüren. Jetzt kommen die Ultraschallangebote dazu. Sie können Vibrationen von Maschinen spüren. Sie können die Oberflächen von Materialien im Innenausbau tasten. Das Material, das Gerät ist meinetwegen in was weiß ich wo, in den USA. Sie sind in Deutschland. Ihr Kunde ist in Österreich. Die können alle miteinander interagieren, arbeiten und das ertasten. Sehr interessant ist unten die Gesichtsmaske mit Geruchsfunktion, olfaktorische Lösung. Das ist auch schon relativ ausgereift. Unten an die Maske, an die VR-Brille, kommt eine Kartusche mit vielleicht bis zu 10, glaube ich, sind jetzt möglich, Geruchsstoffen drin. Das heißt, Sie haben eine Maschine in China laufen, über einen digitalen Zwilling kontrollieren, steuern diese Maschine in Deutschland. Über diese Sensorik können Sie, der Maschinenbediener, der Ingenieur in Deutschland, die virtuelle Maschine sehen, bedienen, hochheben. Die kann da eine ganze Raffinerie sein. Ich habe letztens eine Ölraffinerie im virtuellen Raum umgeschmissen. Ist mir nicht mehr gelungen, die wieder gerade hinzustellen. Sie können dieses Gerät, diese Maschine riechen. Sie können riechen, wenn die entsprechenden Geruchskartuschen vorhanden sind, in Ihrem System integriert sind, ob in der Maschine in China, die Sie von Deutschland aus steuern, ob etwas schmort, ob Öl heiß läuft und so weiter. Sie können Demonstrationen machen in Küchen, entsprechende Gerüche, das kann man alles kaufen, von gebratenem Fleisch, Fisch, Knoblauch und so weiter. Also es ist irrsinnig, was da für neue Möglichkeiten für die Wirtschaft entstehen. Der Ganzkörperanzug, die HoloSuite zum Beispiel, ist auf dem Markt, ich glaube, legen Sie mich nicht fest, 2000 Euro so, zum Beispiel für Notfallübungen, Reaktorunfälle, Feuerunfälle. Da gibt es ganz viel. Was noch nicht auf dem Markt ist, aber auch in China, in den USA in Arbeit ist, ist die Erfassung von Gehirnströmen, also die Mensch-Maschine-Steuerung über Hirnerfassung, da arbeiten die dran. Das geht aber noch sehr lange, also wir schätzen 2035 wird da irgendwas kommen. Da gibt es natürlich dann diese ganzen ethischen Probleme, die man berücksichtigen muss. Aber das ist alles Work in Progress. Die Einsatzgebiete von virtueller Realität sehen Sie hier. Das ist eine alte Grafik aus
Oktober 2021. Der Trend ist aber nach wie vor gültig. Die Zahlen verschieben sich vielleicht jetzt etwas. Haupteinsatzbereich für VR in der Industrie ist das Training. Die Firma Bühler in der Schweiz, Food, Lebensmittelmaschinen, hat, ich glaube, es waren 140 Dependancen weltweit, von Afrika bis Asien, überall. Die müssen die Mitarbeiter trainieren in der Bedienung der Maschinen, einlernen, einarbeiten. Ne? Jetzt können die nicht Trainer in 140 Länder schicken. Das geht nicht. Das machen die dann über VR, trainieren das in den jeweiligen Sprachen. Konferenz, Zusammenarbeit ist ein ganz großer Bereich. Viele Maschinenbauer, große Maschinenbauer arbeiten da mit virtueller Realität. Und natürlich ganz wichtig, die Erfahrung, die Produktpräsentation, also verkaufen, dass sie in solchen virtuellen Räumen eine Maschine präsentieren. Der Interessent in einem anderen Land kann sie anfassen, sie können kommunizieren in Echtzeit. Die Latenzen sind sehr, sehr gering heute, nicht spürbar. Es gab Versuche nach China, nach Kanada. Da hat man die zeitliche Verzögerung über diese schnellen Leitungen, 5G hatte jeder gehabt. Das haben sie nicht gemerkt. Sie haben die Zeitverzögerung nicht spüren können. Ne? Im F&E-Bereich Design, Simulation, im Service ganz stark. Wir sind engagiert im Bereich Fertigung, Wartung, Service, im Maschinenbau. Da passiert sehr viel. Information, ja, Entertainment ist wohl für die Industrie weniger relevant. Warum wird dieses Metaverse, das Corporate Metaverse, sich immer schneller, immer stärker durchsetzen? Es gibt drei Treiber. Einmal die Politik. Wir haben eine Fragmentierung der Weltwirtschaft, der Geopolitik, Schlagworte Decoupling, Blockbildung. Die Märkte fragmentieren sich, es entstehen neue Grenzen. Schlagwort jetzt neuer Ostblock, der da gerade entsteht. Neue Nachricht, China macht mit Russland und dem Iran Militärmanöver. Das sind alles ganz ungute Zeichen. Also es entstehen neue Grenzen in der Realwirtschaft. Wir können aber im virtuellen Raum diese Grenzen umgehen. Der virtuelle Raum, die virtuelle Wirtschaft wirkt als Bypass. Wir können einen Bogen machen. Die digitale Welt war immer schon eine Möglichkeit, wie eine widrige reale Wirtschaft, Welt, Gesellschaft zu umgehen. In der virtuellen Welt gibt es keine Panzer, es gibt keine Überschwemmungen, Brände. Das heißt, da eröffnet sich so eine Bypass-Möglichkeit. Viele Unternehmen gehen jetzt nicht mehr nach China mit großen Investitionen. Das ist denn zu riskant. Die politischen Risiken haben massiv zugenommen. Aber sie können jetzt ihre Verkaufsstätten, ihre Räume virtuell aufbauen und dort genauso aktiv werden. Also man umgeht so dieses Decoupling. Der stärkste Treiber, das ist ganz klar die Ökonomie. Wir können mit diesen virtuellen Geschichten skalieren. Wir können unsere Reichweite erhöhen, die Kosten senken, Effizienz massiv steigern, ganz neue Geschäftsmodelle entwickeln. Ich zeige gleich einiges. Sind aber auch ökonomisch unter Zugzwang. Wenn andere Unternehmen, was sie tun in China, in den USA, jetzt zunehmend virtualisieren, also nicht nur digitalisieren, sondern weitergehen in die Virtualität rein, geraten wir unter Zugzwang, unser Unternehmen unter Zugzwang. Es droht die Gefahr, dass wir Anschluss verlieren. Ne? Dritter Treiber, die Technik. Wir haben heute wahnsinnig große Rechenleistung. Wir haben die schnellen Kommunikationsnetze. 5G ist eigentlich Standard in vielen Staaten, 6G ist in Entwicklung. Die Batterien werden über die E-Auto-Entwicklung immer preiswerter, die Geräte klein, leistungsfähig, die Brillen permanent besser. Also es ist extrem, was die Brillen heute leisten. Die können Eye-Tracking machen, die Mimik quasi auf ihren Avatar projizieren. Die Kommunikation wird dann extrem gut. Also Sie sehen Ihr Gegenüber, sein Avatar, Sie sehen seine Augenbewegung, seine Mimik, er kann Emotionen ausdrücken. Und das alles in Echtzeit ohne nennenswerte Zeitverzögerung. Die haptischen Handschuhe habe ich genannt, die Anzüge, Ultraschall und die olfaktorischen Komponenten. Also die Technik ist sehr, sehr entwickelt, wird immer besser auch. Und das treibt natürlich die Unternehmen ins Metaverse.
Wir müssen vorsichtig sein bei den Systemen. Es gibt verschiedene konkurrierende Systeme hier im Westen bei uns oder international eigentlich. Beispiel eben ist Microsoft mit dem HoloLens. Auf Mesh läuft das. Das eben ist at risk, Vorsicht da. Das kann sein, dass dieses System nicht weitergeführt wird. Das ist ein Gesamtsystem. Also Microsoft kontrolliert das gesamte System von der Brille bis Software, alles. Plattform. Meta folgt eigentlich mit einem sehr umfassenden System, konzentriert sich aber auf die Infrastruktur. Und dann kommen eben diese mehr konsumerorientierten Plattformen, Epic Games zum Beispiel, es gibt andere, konzentriert sich auf Inhalte, oder das berühmte, bekannte Decentraland, eine Non-Profit-Organisation, kontrolliert nur die Plattform. Und wir als Unternehmen müssen jetzt natürlich entscheiden, welche Karte ziehen wir, auf welches System setzen wir. Es kann sein, dass wir auf ein System setzen, das dann sich nicht durchsetzt. Die Treiber für diese Systeme sind eben die Technologie, die Regulierung und die Akzeptanz. Technologisch sind sie alle sehr, sehr weit fortgeschritten. Regulierungsbarrieren halten sich in Grenzen. Das ist ja unsere Arbeit hier. Wir machen an viele Regulierungsfragen eigentlich in den Projekten einen grünen Haken. Also es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht, ne? Kritisch ist die Akzeptanz des Marktes. Sie brauchen eine kritische Masse, dass sich so eine Plattform, ein System durchsetzt, und da ist alles in Bewegung. Aber es ist ganz klar, man kann sagen, der ganze Consumer-Bereich ist für uns Industrieunternehmen kein Thema. Dieses Statement ist wunderbar, das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Unternehmen werden die Möglichkeit haben, ihre Geschäftsmodelle auf beispiellose Weise zu erweitern und zu verbessern, indem sie von einem digitalen Geschäft zu einem Metaverse-Geschäft wechseln. Das kann ich aus der Praxis bestätigen. Es ist unvorstellbar, wie sich durch Virtualität im Metaverse welche neuen Möglichkeiten sich da eröffnen. Also Sie können da die tollsten Sachen machen. Das ist ein ähnliches Erfolgserlebnis wie bei ChatGPT. Also das ist sensationell, was da im Metaverse möglich ist und auch passiert. Gucken wir schnell nach China rein. Müssen wir, die Chinesen sind mit den Amerikanern führend und treibend, kommen natürlich in den Westen. Also wir können keinen Bogen um China machen, wenn es ums Metaverse geht. China investiert massiv in das Metaverse. Die haben da auch einen eigenen Begriff für. Sie sehen hier die Zahlen. Investment 2022 auf 5,4 Milliarden RMB angestiegen, aber nur bis 2022. Die neueren Zahlen für das zweite Halbjahr liegen noch nicht vor. Das heißt, dieses Diagramm, dieser Balken wird ungefähr doppelt so hoch sein. Das ist unvorstellbar. Warum machen die Chinesen das? Die bauen ein Ökosystem auf, sie integrieren Technologieunternehmen, staatliche Stellen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Finanzorganisationen, Institutionen, Fonds und. Also alles, was irgendwie ein Player ist in der Wirtschaft, wird zusammengezogen, staatlich orchestriert in China in Sachen Metaverse. Die Motive sind ganz klar. China versucht ja schon lange oder ist dabei, seine Industrie zu upgraden, aufzubauen, mit sehr gutem Erfolg. Haben in vielen Bereichen den Westen überholt, in einigen Bereichen der künstlichen Intelligenz, zum Beispiel bei den High-Speed-Trains und vielen anderen Bereichen. Also Upgrading durch Virtualisierung, das macht einen Wettbewerbsvorteil. In China anders ist, dass die Chinesen Metaverse, die virtuelle Welt, für die Unterstützung der Realwirtschaft einsetzen. Also wir haben bei uns oft so idealistische Komponenten. So manche wollen im Sinne einer Utopie mit Metaverse Menschen zusammenbringen und die Avatare, und man trifft sich dann in Metaversen und so. Das ist nichts für China. Chinesen sind knallharte Realisten, Materialisten, die sagen, das Ganze ist dazu da, die Realwirtschaft, also industrielle Fertigung und Export wesentlich zu unterstützen, aufzubauen. Und aber natürlich auch im Technologiewettbewerb mit den USA, mit dem Westen, die Nase vorne zu halten. Weltführerschaft ist nur möglich für Chinesen mit der Technologieführerschaft, ne? Es ist aber auch kein Geheimnis, dass China sagt, okay, wir können die Verluste in der Realwirtschaft der letzten ein, zwei Jahre durch Covid, hatten die massiv Verluste, Probleme, können wir durch Digitalumsätze kompensieren. Also das ist eigentlich, ist klar. Entsprechend gut sind die Umsatzprognosen für Augmented Reality, also das Einblenden von virtuellen Bildern in die durchsichtige Brille, in die Durchsicht, und VR.
Die Wachstumsprognosen, die Kurven sehen immer so aus. Interessant hier ist, dass eben AR in China einen größeren Anteil hat, einen zunehmend großen Anteil hat im Vergleich zu virtueller Realität. Das liegt an den Hardware, an der Hardware. Sie können halt einfacher Augmented Reality nutzen, das iPhone oder ein Pad. Sie können das leichter handeln. Die Brillen sind dann doch dann etwas klobiger, schwieriger zu beschaffen. Und in einem so großen Land ist eben das Pad schneller zur Hand. Also wir vermuten, dass AR sich sehr stark durchsetzen wird. Wobei das kein Eintauchen ist in eine virtuelle Welt. Ne? Sie haben nur ein Einblenden. Die Geräte haben ja Durchsicht. Sie sehen ja rechts und links die reale Welt. China baut, wie gesagt, ein komplettes Ökosystem auf. Es gibt strategische Pläne. VR ist Teil des neuen 14 Fünfjahresplanes. Shanghai hat einen eigenen VR-Plan. Es gibt sehr viele nationale Aktivitäten, ein Forschungszentrum für Metaverse. Jede Provinz hat eigentlich heute ein Metaverse Valley. Es geht, ist so Wettbewerb ums Metaverse in China. Investieren massiv, ziehen Unternehmen an. Also es ist richtig, macht richtig Spaß, dazu zu gucken bei denen, wie das alles wächst und gedeiht. Ganz klarer Schwerpunkt Material wieder in der Infrastruktur, die Kommunikationsnetze. Sie sehen das hier aufgeführt, Blockchain, Cloud Computing. Also in diesen Bereichen, in denen China natürlich Defizite hat. Die haben hier in den letzten Jahren einiges versäumt im Vergleich zu den Amerikanern, zu den Europäern. Die holen jetzt auf und pumpen da sehr, sehr viel Ressourcen rein. Ne? Patentanmeldungen überschlagen sich. Wir haben letzte Zahl, die ich kenne, ungefähr 10.000 Markenanträge mit Bezug zu Metaverse. Das ist natürlich für uns eine Herausforderung, weil dadurch der Markenraum noch enger wird, der ohnehin schon eng ist. Wir haben in China mehr, ich glaube, 9 Millionen Markenanmeldungen pro Jahr. Das ist extrem. Jetzt kommen natürlich Marken dazu. Das heißt, wir müssen da jetzt Acht geben, dass wir nicht bösgläubige Markenanmeldungen aus China haben mit VR-Bezug. Peking schießt den Klops ab. Peking hat ein Metaverse Innovation and Development Action Plan. Peking versucht, das weltgrößte Metaverse-Ökosystem aufzubauen. Also die integrieren, ziehen alles zusammen unter staatlicher Kontrolle. Und bis 2024, das ist sehr ambitioniert, typisch für China, soll das ganze Ding stehen. Die werden da schon sehr weit kommen. Es passiert schon in Peking sehr viel in der Richtung. Das sind einige Player dieses chinesischen Ökosystems. China ist eine Plattformökonomie. Wir haben ganz viele Marktplätze, Projekte, die Infrastruktur steht bereit. Also die sind nicht schlechter als USA oder Europa. Die haben dasselbe, was wir hier haben, nur halt mit anderen kulturellen Ausrichtungen, Schwerpunkten. Die Technologien sind kompatibel. Das ist dasselbe. Die haben keine andere Technologie. Ich sagte es schon, dadurch kommen wir in der deutschen Industrie, in der europäischen Industrie unter Zugzwang. Chinesen kommen hier in unsere Märkte rein über VR-Angebote. Sie werden KI-gestützt virtuelle Produkte anbieten für die Wartung und den Service, Remote Assistance. Das ist alles schon sichtbar. Das beginnt jetzt schon. Die Chinesen arbeiten ja immer etwas ruhig, so ne, unerkannt und kommen dann mit einem Knall, landen mal ganz überraschend auf dem Mond oder bauen eine eigene Raumstation. Also das Quantencomputer, das ist immer das typische Vorgehen von China. Das ist auch beim Metaverse der Fall. Das wird so langsam hier reinkommen, niemand merkt es. Das ist ein Beispiel dafür. Huawei hat eine Industrial Internet Empowerment Cloud und in dieser Cloud, die ist auch übrigens in Frankfurt, sind die stationiert, haben wir Cloud Streaming und starke interaktive VR-Szenarien. Also Sie können Metaverse, virtuelle Realität schon auf Huawei aufschalten. Ist natürlich die Sicherheitsfrage ist offen. Also es wird sich niemand in China für ihre Maschinenreparaturdaten, Wartungsdaten interessieren. Huawei ist aufgefallen durch politisch bedingte ausgelöste Industriespionage. In Äthiopien, in Pakistan hat man da
Abhörgeräte installiert, Kameras in Pakistan und so, ne? Also man darf die Sicherheitsproblematik auch nicht übertreiben. Das ist mehr gefühlte Unsicherheit als reale Unsicherheit, ne? Man muss die Kirche da im Dorf lassen. Aber wenn Sie irgendwie sensible Daten haben, würde ich nicht auf Huawei gehen. Die sind natürlich technisch wunderbar schnell. Die Datenübertragungsraten, auch die Preise sind konkurrenzlos, ne? Aber es ist immer die Frage der Sicherheit. Das ist ein sehr schönes Beispiel für einzelfertige, grenzüberschreitende VR-Applikationen im Schiffbau. Diese Werft in China, die können Sie nicht nur im virtuellen Raum mit der Brille besichtigen, durchgehen, Geräte einschalten, interagieren, hochheben und so weiter. Sie können auch Ihr Schiff, das Sie eventuell bestellen möchten, nicht nur auf dem Bildschirm in 3D mit dem Ingenieur, mit dem Designer zusammen anschauen und dann vielleicht mit der Maus drehen und ein bisschen hochheben, so. Sie können zusammen mit Ihrem Ingenieur, mit Ihrem Anbieter, der in China sitzt, können Sie durch Ihr Schiff durchgehen, durch die einzelnen Räume. Sie können da Schränke öffnen und so weiter. Das ist natürlich ein enormer Wettbewerbsvorteil, wenn ein chinesischer Schiffbauer als Einzelfertiger über so eine Plattform wie Huawei oder seine eigene Plattform jetzt hier mit schnellem Internet nach Europa kommt. Das können Sie sich vorstellen, was das für eine Wettbewerbsverzerrung auch ist für uns, dann mit dem chinesischen Pricing. Anwendungen und Geschäftsmodelle. Also wir sehen schwerpunktmäßig überwiegend Chancen für deutsche Unternehmen, europäische Unternehmen. Die Risiken sind immer da bei China, wenn es um China geht, aber die Chancen sind größer. China wird zunehmend langsam zum Wettbewerber im Metaverse, aber wir können jetzt ins chinesische Metaverse hineinspringen. Also nicht nur, nicht erst morgen, sondern jetzt schon. Das ist aus einem Projekt von uns. Wie können wir, da geht es um Maschinenbau, wie können wir VR einsetzen? Das können Sie sich in Ruhe nochmal angucken in diesen ganzen wichtigen zentralen Bereichen eines großen Maschinenbauunternehmens. Der Schwerpunkt ist zurzeit bei uns auf Instandhaltungsservice, Remote Maintenance, Predictive Maintenance, KI-unterstützt Muster von Störungen erkennen, integrieren in das System und natürlich immer das Marketing. VR bietet enorme Vorteile für den Marketer, für den Vertriebsmann, weil er einfach das Ganze erlebbar machen kann. Er kann nicht nur erklären, er muss nicht nur erklären und verkäuferisch da irgendwie was vorzeigen, sondern er kann sagen, komm, gehen wir mal hinein in das, was ich dir verkaufen will. Also eigentlich Instandhaltung, Marketing, Vertrieb zurzeit die wichtigsten Einsatzbereiche. Weitere Anwendungen über das hinaus, dass wir rein virtuelle Produkte und Dienstleistungen verkaufen oder lizenzieren, vermieten. Das ist eine ganz neue Sache. Da beginnen die Unternehmen jetzt erst langsam. Ich zeige Ihnen gleich ein Beispiel. Wir können virtuelle Marktforschung betreiben, zum Beispiel für den Konsumermarkt. Marktforschung ist sehr, sehr teuer im Ausland. Wenn Sie mal in ASEAN-Staaten Marktforschung betreiben wollen und dort irgendwelche Agenturen beauftragen, das kostet richtig viel Geld. Wenn Sie aber Ihre virtuelle Maschine, Ihr Set virtuell konstruieren und die Testpersonen im Ausland gehen mit einer Brille da rein, holen Dinge aus dem Regal, bedienen eine Maschine und so weiter, ist es natürlich extrem billig. Sie geben dann jedem dieser Tester 50 Euro Honorar für eine Stunde Test und Ihr System speichert die Daten, wie hat er sich bewegt, was hat er angefasst, wie ging das Ganze, ne? Und dadurch erkennen Sie natürlich Muster für Konsumentenverhalten. Das sind ganz neue Dimensionen. Da haben wir gerade ein Angebot erst laufen für einen ganz großen Markt, also eine Supermarktkette. 3D-Simulationen, virtuelle Zwillinge sind in der Industrie in Deutschland nichts Neues mehr. Wir gehen aber einen Schritt weiter. Wir sagen, also alle machen eine, viele machen digitale Zwillinge. Ein Mandant von uns hat eben Maschinenanlagen in China laufen, steuert die von Deutschland aus. Und da geht es um grenzüberschreitenden Datenverkehr und die rechtlichen Rahmenbedingungen. Da sind wir dran. Nur jetzt sagen wir, Leute, macht das Ganze virtuell, dass eben der Bediener in Deutschland nicht nur vor dem Bildschirm sitzt und irgendwie was steuert mit der Maus, sondern er geht hinein.
in das System in China, in die Aufzugsanlage, in die Klimaanlage und kann dort eben Aktivitäten vornehmen, die dort in China in der realen Anlage ausgeführt werden über Aktoren und Sensoren. Das ist relativ neu und da sind die Firmen jetzt so in unserer Klientel auf dem Sprung. Digitale Zwillinge machen viele, aber jetzt sagen sie, okay, wir gehen einen Schritt weiter und machen einen virtuellen Zwilling. Hochinteressant, ganz interessante Sachen. Ein Beispiel Repositioning und Refresh von Marken. Aufgrund der ganzen geopolitischen Veränderungen wird Druck ausgeübt auf westliche Unternehmen, Marken, sich politisch neu zu positionieren. Das ist natürlich aufwendig und teuer, wenn Sie jetzt mit Werbung, mit Plakaten, mit realer Werbung im TV da jetzt irgendwie ESG machen wollen und Ihr Unternehmen als nachhaltig und green und sozial orientiert im Ausland darstellen wollen. Das würde sehr, sehr teuer werden. Also Sie können das sehr, sehr kostengünstig machen im virtuellen Raum, indem Sie so einen Raum kreieren und dort entsprechend den Auftritt gestalten. Einzelfertiger oft im Küchenbereich, in der Inneneinrichtung. Interessantes Beispiel. Hier stellen Sie mal vor, so ein Kücheneinrichter oder Sie bieten als Einrichter, als Kreator solcher Räume gleich noch irgendwelche Dienstleistungen an. Diese Dame hier macht Kochkurse im virtuellen Bereich. Das ist ein Avatar. Die Köchin sitzt dann irgendwo, meinetwegen in Dortmund oder in Paris. Ist egal. Die Zuhörerschaft, die Teilnehmer dieses Kurses sind weltweit aktiv. Ist die Frage dann, wie viele Teilnehmer reingehen, also die Kapazität des Systems. Bei Du Xirang kann bis zu 100 Teilnehmer, nein, halt, Entschuldigung, 100.000. 100.000 Teilnehmer in seine Plattform hineingehen, das ist extrem viel. Das ist extrem viel. Man hat ja oft nur 12, 15 Teilnehmer. Ne? Sie können kochen, sie können die Gerüche der Gerichte, die da gekocht werden, über diese Kartuschen aktivieren und dann machen sie noch ein bisschen Merchandising. Sie stellen dann Küchengerätehersteller, die Maschinen hin, einen Bosch-Grill, eine WMF-Kaffeemaschine. Also Sie sehen wieder, was da für Möglichkeiten entstehen, unvorstellbar, was im virtuellen Raum alles möglich ist. Das ist was ganz anderes, hat mit der Industrie nichts zu tun. Es ist ein Geschäftsmodell. Wir arbeiten so mit ungefähr 30 Geschäftsmodellen add-on. Der Chinese kann jetzt nicht mehr so viel reisen. Wird ein bisschen eingeschränkt werden, die ganze Reiserei, auch aus politischen Gründen. Er interessiert sich aber für Paris und den Louvre. Jetzt bietet Paris oder der Louvre einen virtuellen Raum an. Das kann der Chinese eintauchen, kann man in China ein bisschen rumgehen, in Paris ein bisschen rumgehen und gucken, kostenlos. Wenn er aber in den Louvre reingehen will und die Mona Lisa als VR betrachten will, dann entsteht eine Gebührenpflicht. Also dieses Add-on-Modell ist irrsinnig breit einsetzbar. Sie können im Maschinenbereich, in der Architektur, bei Schiffbau, können Sie sagen, okay, komm, wir gucken mal rum, aber wenn wir reingehen wollen, dann bitte, wir zeigen euch so eine Yacht von innen mal mit allen neuen Details und Einrichtungsmöglichkeiten. Dann entsteht eine Gebühr, die Zahlungsbereitschaft, die Preisbereitschaft ist ohnehin vorhanden. Das wollte ich Ihnen, habe ich vorhin schon angesprochen, die Lizenzierung rein virtueller Produkte. Diese Maschine, diese blaue, die gibt es nicht. Die wird es auch nie geben. Die ist konstruiert rein für den virtuellen Raum, das heißt also programmiert. Die sehen Sie nur mit einer VR-Brille. Sie können sie aber auseinandernehmen, hochheben, bedienen, irgendwas dran rumschrauben und so weiter und so weiter. Diese Maschine lizenzieren Sie und schützen Sie mit einem non-fungiblen Token. In einer Auflage von 50. 50 Maschinen, NFT geschützt, lizenzieren Sie an aufsteigende Maschinenbauer, Schulen, Fachschulen, Ausbildungsstätten weltweit. In ASEAN, in Indien. Rein für Schulungszwecke. Technik made in Germany, made in Switzerland. Und Sie haben Lizenzeinnahmen nur mit diesem virtuellen Produkt, das eben durch ein NFT auch geschützt ist. Sie brauchen einen Smart Contract, einen Vertrag, der die Nutzung regelt, der also irgendwelche Weitergabe verbietet. Das sind ganz völlig neue Geschäftsmodelle, die da entstehen, rein virtuelle Produkte, unheimlich spannend.
Das hatte ich schon angesprochen. Ein Projekt in der Schweiz läuft bei uns, Schweizer Konzern im Hintergrund. Das deutsche Unternehmen, das zu diesem Konzern gehört, hat einen virtuellen Zwilling mit Remote-Steuerung für Drittlanddienstleister. Also, die Plattform ist in Deutschland gehostet, fällt damit unter DSGVO datenrechtlich. Die Kunden meines Klienten sitzen in den USA, in Mexiko, in Österreich, wo immer. Diese Kunden sind Maschinenlieferanten und die wollen ihre Maschinen beim Käufer in China steuern und kontrollieren. Also wir haben ganz viel Maschinendaten hier, wesentlich Maschinendaten. Die können kritisch sein, die können sensibel sein. Das muss man dann rechtlich überprüfen. Gibt es beim internationalen grenzüberschreitenden Datenverkehr Vorgaben, Restriktionen? In der Regel ja. Man muss gucken, was das für Daten sind. Mit einem Data Mapping macht man das. Man ganz genau guckt, welche Datenkategorien, wie sind die Flow, die Flüsse, wer, wo hat Zugang und so weiter und so weiter. Das ist also ein wunderschönes Geschäftsmodell. Realisierbar über SaaS, Software as a Service, kein Problem. Oder Plattform as a Service, schwieriger. Zum Beispiel in China brauchen Sie einen Partner. Sie können keine Plattform in China als Ausländer betreiben. Sie brauchen einen Partner. Optionen gibt es, wenn Sie in China und wahrscheinlich auch in anderen Ländern wie Indien eine Niederlassung haben, ein Büro, dass man darüber arbeiten kann mit einer Plattform as a Service. Schlagwort Indien. Zurzeit aufgrund dieser geopolitischen Spannungen verschieben sich Investitionen, größere Investitionen von China in den ASEAN-Raum und nach Indien. Also wir haben gerade jetzt ein ganz neues Maschinenbauprojekt reinbekommen. Da geht es um den grenzüberschreitenden Datenverkehr von Indien, von der Niederlassung Indien nach Deutschland. Na, da haben wir dann indische IT-Gesetze und so weiter und so weiter. Also China, das China-Geschäft weitet sich auch aus nach Asien und Indien. Das wäre eine alternative Geschäftsidee, dass Sie eben in China eine eigene Plattform betreiben mit einem Partner. Ganz wichtig, immer mit einem Partner und Maschinendaten oder Kreativdaten, whatever. In Deutschland managen über, aber der Server, das Hosting passiert in China. Und das ist die umgekehrte Lösung, dass Sie einen eigenen Server hier betreiben. Sehr viele Unternehmen wollen das machen aus Sicherheitsgründen. Also viele sagen, wir gehen nicht auf eine Plattform. Wir hosten bei uns im Haus oder auf dem europäischen Server. Wir haben zwei Klienten, die hosten in Brüssel und in Irland. Da gibt es dann wieder Preisvorteile und so weiter. Also das ist ein Trend, dass man sagt, nicht auf eine Plattform gehen aus Sicherheitsgründen, Zugriff des Staates und so weiter ist uns zu gefährlich. Gerade amerikanische Plattform Azure und wie sie alle heißen in China, die sind ein bisschen at risk. Viele Konzerne überlegen einen Plan B. Was ist, wenn es aufgrund der geopolitischen Spannungen dazu Problemen kommt, dass also China, die Republik, da einen Riegel vorschiebt mit Daten auf US-Plattformen. Was ist dann mit unseren Daten? Also man geht zunehmend auf eigene Server, eigene Lösungen, was wir auch empfehlen. Bei diesen ganzen Geschichten mit den Service-Plattformen und so müssen Sie natürlich die IT-Compliance, die rechtlichen Vorgaben sehr genau berücksichtigen. Die sind sehr, sehr detailliert. Sehr detailliert, Länder unterschiedlich. Das ist hier alles weltweit universal. Diese Fragestellungen gelten weltweit. Können Cloud-Administratoren in Drittländern Zugriffsrechte auf Daten in chinesischen, mexikanischen, amerikanischen, indischen IT-Systemen haben, ohne die Anwendung von Datenübertragungsregeln auszulösen? Also Sie sehen, hier steckt der Teufel im Detail. Wir haben hier mehrere hundert Detailfragen, mit denen wir Systeme untersuchen können. Also wir gehen mit diesen Fragen an Systeme ran. In den meisten Fällen erhalten die Systeme einen grünen Haken, also es passiert da nichts groß. IP können wir schnell abhandeln, das ist relativ einfach, Gott sei Dank. Hardware wird von den Hardwareherstellern, also VR-Hardware, Brillen, Handschuhe und so weiter, durchweg mit Patenten geschützt.
Es gibt kaum Geschmacksmuster. Natürlich sind die Marken eingetragen wie Meta und Pico, wie sie alle heißen. Das ist klar, Selbstverständlichkeit. Aber die neuen Technologien, Eye-Tracking, Hand-Tracking, das ist alles patentgeschützt und zwar sehr differenziert. Die Patentflut wird immer größer im Bereich VR-Patente. Das heißt, dass solche Hersteller, die im Metaverse-Bereich aktiv sind mit Hardware, die haben eine immer schwächer, immer kleiner werdende Ausübungsfreiheit. Freedom to operate geht zurück. Da muss man ein bisschen Acht geben, damit man nicht einem Chinesen oder Amerikaner auf die Füße tritt. Da gibt es auch Sorgen in der Klientel ein bisschen. Die wollen das vermeiden, dass sie irgendwie Patente, chinesische Patente verletzen, dass irgendwie der Schuss nach hinten losgeht. Das sind Beispiele. VR-Hardware, USA-Patente, Handschuhe, Brillen. Wie gesagt, in China ganz stark die Haptik. Ganz stark die Haptik. Und auch Eye-Controlling, also Augentracking, dass man sieht im Avatar dann, wie er seine Augen bewegt, welche Mimik er hat, welche Gefühle er ausdrückt. Da passiert zurzeit sehr, sehr viel. Chinesische Patente, hier VR-Patente, auch nicht mehr die jüngsten, auch schon wieder etwas veraltet. Hier die Haptik, Gesture Recognition Device, ne? Da passiert am meisten zurzeit. Schwieriger oder anspruchsvoller ist der Schutz der Applikation. Wenn Sie ins Metaverse gehen, bauen Sie Räume, in die der Nutzer eintauchen kann. Das heißt, Sie haben hier ganz viele Elemente. Sie haben Gebäude, Sie haben Möbelstücke, Figuren, die so und so gekleidet sind, die so und so aussehen. Da hinten haben Sie irgendwelche Wandtafeln mit Informationen. Hier haben Sie eine Maschine. Diese müssen durch eine Kombination von Schutzrechten geschützt werden. Sie müssen diesen ganzen Raum schützen. Sie wissen, dass wir im der Produkt- und Markenpiraterie, im Counterfeiting, haben wir einen Trend schon lange von der Realwirtschaft über die Digitalwirtschaft, Online, Alibaba und Co. Das geht jetzt in die virtuelle Wirtschaft rein. Also diesen gesamten Raum schützen, das können Sie machen durch Copyrights, durch Trade Dress, Farbmarken, Klangmarken, also wie eine Theateraufführung, universell durch eine Kombination von Rechten schützen, um eben zu verhindern, dass ein Fälscher Ihre virtuelle Realität klaut und sich als Originalhersteller ausgibt. Das wird kommen, eher als wir denken. Wir haben also ganz viele in der Pirateriebekämpfung, ganz viele Identitätsdiebstähle über Webseitenkopien. Man sagt, man sei täuscht den Kunden, man sagt, man sei der Originalhersteller. Das kommt im virtuellen Raum durch Kombination von Schutzrechten gut zu schützen. Die Anwendung von Metaverse-Marken ist eine Selbstverständlichkeit. Wenn Sie Miele heißen, sollten Sie schleunigst Mieleversum als Marke anmelden in chinesischen Zeichen, in englischen Zeichen, Miele World etc. etc. Wenn Sie das nicht tun, tun es demnächst chinesische Fälscher und treten auf den Markt, auf den virtuellen Markt unter Ihrer Flagge. Deswegen sofort das, was das machen alle eigentlich jetzt. Metaverse wird VR-Marken anmelden in diesen Klassen 9, 35, 41, 42 und 25. Gibt es viele Beispiele. Ich habe mal Tommy Hilfiger genommen. Das ist das Tommyverse und die Tommy World. Ne? Wir haben für einen Maschinenbauer haben wir, lassen Sie mich überlegen, es waren glaube ich 15, 16 solche Markenvorschläge entwickelt. Cybersecurity und Datenschutz im virtuellen Raum hört sich kritisch schwierig an, ist aber auch relativ einfach. Wie gesagt, viel Sicherheit, Unsicherheit ist gefühlte Unsicherheit. Es gibt immer eine Prise Paranoia, wenn es um Datenschutz und Hacking geht, gerade in Deutschland. So, wir haben exzellente Schutzmechanismen, Tools, Methoden. Das heißt, das Schutzniveau ist sehr hoch oder wir können es hochheben, ne? Das sind so die Angriffstypen, dass eben Daten abgehört, ausgespäht werden in diesem virtuellen Datenverkehr. Wir haben Privatsphäre. Die Avatar-Kommunikation sind laut Gesetz personenbezogene Informationen. Was der Avatar da zum anderen sagt, ist hier die Information der Avatar-Bediener, der realen Personen, die dahinter stehen, ne? Fallen also unter die Privatsphäre.
Angreifer kein Tracking, was sie da gerade so alles Mögliche machen. Die Bilder werden gerne mal manipuliert oder irreführende Bilder erzeugt. Deepfake als Schlagwort. Sie können da sich in die Kommunikation hineinmischen, Bilder überlagern, überladen und natürlich auch Daten löschen. Unzulässigerweise von den Geräten. Wir haben ja auf den Brillen zum Beispiel, haben wir ja Daten, die können Sie, wenn Sie reinkommen, löschen. Ne? Sie können Plattformen hacken und es gibt eben für diese Angriffsmethoden, Muster, sehr viele Sicherheitsmaßnahmen, die werden zu wenig reflektiert, meiner Meinung nach. Wir haben ganz viele VPNs, auch in China, die zugelassen sind, die wir nutzen können. Wir nutzen renommierte Server, die eine gewisse Zertifizierung haben. Es gibt klassische Sicherheitsmechanismen für eigene Server schon seit Jahren. Deepfake Detection. Es gibt zahlreiche Angebote, Softwareangebote, mit denen Sie Deepfake erkennen können. Auch Baidu in China, die haben zertifizierte Deepfake Detection Software, die ist öffentlich erhältlich, kein Problem. Die Verschlüsselung ist in China zum Beispiel weitgehend erlaubt. China, die Regierung hat das alles sehr gelockert. Die haben gemerkt, dass sie, wenn sie da zu sehr den Finger, den Daumen drauf haben auf die Verschlüsselung, würgen sie die Innovation und die Wirtschaft ab. Also sie können eigentlich verschlüsseln, auch end-to-end verschlüsseln. Sie müssen nur dem Staat Zugriff ermöglichen, wenn es um Terrorismusbekämpfung geht. Also wenn der Staat sagt, oh, wir müssen bei euch mal rein, wir haben berechtigtes Interesse daran, da und da gab es einen Anschlag oder so. Ne? Da müssen Sie aufmachen können. Ich persönlich finde die Encryption in Transit-Verschlüsselung gut, indem einfach ein Server zwischengeschaltet wird. Sie transferieren die Daten von Niederlassung über Server zu anderem Server zum Headquarter. Ne? Also über verschiedene Wege. Da hat man sehr gute Kontrollmöglichkeiten und auch Eingriffsmöglichkeiten. Man kann da mal reingucken. Fortgeschritten die Notarisierung von Daten. Jedes Datum, das transferiert wird, bekommt sowas wie einen digitalen Personalausweis. Der Absender vergibt diesen Ausweis. Der Empfänger kann den Ausweis gucken. So wie bei Personenkontrolle Zutritt zu einem Raum. Zeigen Sie bitte Ihren Ausweis und sagen, okay, er ist es. Die Daten sind original, sie sind echt, sie sind nicht gefälscht. Da gibt es natürlich schöne Lösungen. Datennotarisierung ist das Doppelte, das ist dasselbe. Die Blockchain ist in vielen Ländern auch im Kommen. China ist da relativ gut dabei. Was noch zu jung ist, wo wir noch nichts sagen können, ist die Tokenisierung von Maschinen über NFT. Wir haben ja eine entstehende Maschinenökonomie. Das ist noch zu früh. Da sind wir auch noch nicht aktiv und im Bild, aber wir beobachten das. Ich komme zum Schluss. Wie setzen Sie das um im Unternehmen, wenn Sie sowas machen wollen? Empfehlen wir 10 Schritte. Sie müssen erstmal definieren, wie weit sind wir in der Digitalisierung? Viele Unternehmen haben da noch große Defizite, beginnen jetzt in der Digitalisierung. Das Problem nur ist, wenn sie fertig sind mit der Digitalisierung und massiv investiert haben, nach 2, 3 Jahren, ist das alles schon wieder veraltet. Sie hätten gleich bei ihrer Digitalisierung die Virtualisierung mit hineinnehmen sollen. Also da erstmal so einen Standard bestimmen, wo sind wir eigentlich? Sind wir schon mit NFTs unterwegs? Haben wir schon die Blockchain? ChatGPT benutzt heute jeder, auch der kleinste Mittelständler. Ein unvorstellbar produktives Tool, kreative Bildgeneration, Generierung mit KI-Tools in vielen Bereichen auch entsteht jetzt fast schon Tagesordnung. Ne? Zweiter Schritt, wir empfehlen, gucken Sie sich das Ökosystem an. Was machen eigentlich die anderen? Was machen Ihre Wettbewerber? Wie sind die denn unterwegs? Problem hier ist Zutritt zu bekommen, Zugang zu den Informationen. Die Projekte werden oft ein bisschen unter der Decke gehalten. Sie brauchen drittens ein Commitment, wenn Ihre Unternehmensleitung sagt, oh, das ist Spinnerei, machen wir das, kostet zu viel Geld, ist zu teuer oder nice to have, da spielen wir ein bisschen mit und so, da ist das schon zum Scheitern verurteilt, da würde ich es gar nicht weitermachen. Ne? Wenn das ernst ist in Ihrem Unternehmen, Sie sagen, okay, das wollen wir machen,
weil wir es vielleicht machen müssen. Die Umwelt macht das auch. Wir erkennen die Potenziale dieser virtuellen Wirtschaft. Dann eine Taskforce bilden, die Leute, die betroffenen Bereiche zusammenziehen, dass die Ideen haben. Die Leute sind unheimlich gut. Also da kommt, das sprudelt nur so als mit Ideen, was die Leute so bringen aus ihrer Projekterfahrung und mit einem überschaubaren Aufwand so Fragestellungen für das Metaverse entwickeln und dann auch weiter dran arbeiten. Ganz wichtiger Punkt, die Anwendungsfälle, Geschäftsmodelle, Nutzenstiftung und generierbare Mehrwerte entwickeln und bewerten. Das Ganze hat nur Sinn, wenn Ihr Metaverse-Auftritt, Ihre virtuelle Welt wirklich für den Nutzer Nutzen stiftet, für den Nutzer und für Sie. Sie stiften Nutzen, wenn Ihr potenzieller Geschäftspartner, potenzieller Käufer in Indien, wenn der sagt, komm, lass uns das mal sehen, können wir das mal zusammen angucken, ich habe eine Brille, ich habe eine Pico, ich habe eine Meta, können wir da mal reingehen und so. Das ist echter Nutzen, erfahrbarer Nutzen für den Kunden und für Sie natürlich im Verkauf, ne? Dieser Punkt 5 ist eigentlich der wichtigste. Dann geht es formaler weiter, klare Ziele definieren, bis wann wollen Sie was erreichen, welche Strategie, wie wollen Sie wohin kommen, das ist eigentlich Routinearbeit, ne? Der Bereich Intellectual Property, Cyber Security und Datenschutz, das würde ich auch als Routine bezeichnen, ist bei uns Tagesgeschäft. Das wird oft ein bisschen überhöht und so. Also da geht es um Patent, um Marken, um Anmeldungen, um Sicherheitsmaßnahmen. Kein Problem. Absolut kein Problem. Wie setzen Sie es um? Zeitraum, Budget, Personen. Dann werden wir schon sehr konkret. Sehr fortgeschritten wäre, wenn Sie KPI zuordnen können, wie viele Nutzer wollen Sie haben. Sie können das dann messen, zu sagen, okay, wir wollen in einem Jahr mindestens 50 Interessenten im virtuellen Raum haben. Der andere sagt 500. Ne? Also dass Sie das alles ökonomisch kontrollierbar machen und das Controlling einrichten. Aber das ist schon sehr fortgeschritten dann. Ressourcenplan bereitstellen, das Ganze konzipieren, die Inbetriebnahme, wann soll das hochgefahren werden? Sie haben erstmal einen Piloten, der muss dann ans Netz, die Steuerung, wie ist es mit der Überarbeitung? Ne? Und dann ganz wichtig, kompetente Dienstleister ranholen aus den Bereichen Recht, Technik für die Umsetzung. Wir arbeiten mit verschiedenen Agenturen. Sie brauchen ja Kreative, die das dann programmieren. Die Programmierung findet sehr häufig in der Ukraine statt oder in Indien, relativ kostengünstig. Da müssen Sie gucken, diese Dienstleister haben unterschiedliche Schwerpunkte und Qualitäten. Viele können vieles nicht. Also ich sehe immer wieder unheimlich viel Mittelmaß, wenn ich so angucke. Sagen wir, zeigt uns mal das, was ihr da macht und so. Da klappt das nicht, da klemmt das, die Bildqualität ist oft schlecht. Also ist nicht einfach, kompetente Dienstleister zu finden. Die können aber aus China sein. Die Chinesen sind sehr weit entwickelt und deutlich kostengünstiger. Das ist mal ein Beispiel, immer die Frage, was kostet das denn? Eine Budgetkalkulation haben wir mal gemacht, eine Muskelkalkulation. Sie sind im Metaverse, wenn Sie es vernünftig machen, immer sechsstellig. Wenn Sie sagen, können wir da mal anfangen mit 50 oder 80.000 Euro, vergessen Sie es bitte. Das ist, da basteln Sie irgendwelche Menschen zusammen, unscharf, die dann ruckeln und so. Da machen Sie mehr kaputt, als Sie gut machen, Ihre Reputation. Sie machen sich lächerlich einfach. Wenn Sie einen richtig schönen, sauberen Auftritt machen wollen im Metaverse, die Kosten hängen wesentlich ab von der Funktionalität, was das System alles für Funktionen haben soll und von der Bildqualität. Das Rendering ist da ein ganz wichtiger Punkt. Dann kommen Sie immer in einen sechsstelligen Bereich, der kann aber nieder sein. Also diese Zahlen hier, Gesamtinvestitionen 165.000 bis 380.000 Euro, die sind durchaus realistisch. Wenn Sie ganz anspruchsvolle Geschichten machen wollen, wir haben sowas in der Prozessindustrie, bei den großen Pharma- und Chemiekonzernen, die sind dann im siebenstelligen Bereich. Das ist ganz klar. Da haben Sie natürlich gigantische Maschinen und Anlagen, die da bedient werden virtuell. Aber ein unterer sechsstelliger Bereich reicht, um mal reinzukommen. So, und wenn es dann gut läuft, dann kann man Step by Step aufbauen. Es gibt Möglichkeit, Standardräume zu verwenden und da erstmal eine Maschine reinzuprogrammieren, was sie oder eine Ausrüstung und das dann langsam zu erweitern. Mit der Budgeterweiterung im nächsten Jahr zum Beispiel. Das erläutere ich jetzt nicht. Das können Sie sich im Handout angucken. Das ist das, was wir machen können. Wir können nicht alles machen, aber doch eine ganze Menge machen. Haben auch viele Erfahrungen schon mit
Projekten. Schwerpunkt bei uns natürlich ganz klar geistiges Eigentum und Datenschutz, Datensicherheit. International sind wir sehr gut unterwegs seit Jahren. Das können Sie angucken. Ein Hinweis aktuell, wir haben ein Projekt laufen, wo ein deutscher VR-Anbieter mit einer sehr, sehr interessanten Lösung Geldgeber sucht. Es geht um 3,5 Millionen Euro. Wir haben gute Kontakte seit Jahren zur chinesischen Finance-Industrie, also Risikokapital, Venture Capital, Seed Capital, Investorenfonds und so weiter. Und wir sind gerade dabei, deren Exposure ins Chinesische zu übersetzen und die bereits angesprochenen und interessierten Geldgeber in China damit zu bedienen. Also es gibt zahlreiche Investoren in China, die im VR-Bereich engagiert sind, sogar spezifisch in bestimmten Branchen. Also wenn Sie jemanden suchen, der für VR im Sport oder in der Medizin, Krankenhaus, OP tätig ist, das ist für uns ein Knopfdruck oder ein Anruf und dann haben wir die 3 oder 4 relevanten Gesellschaften, Investoren. Es gibt Hunderte in China. Aber das würde ich Sie bitten, wenn es interessant ist für Sie, da das sich anzugucken. Cybersecurity, Marketing, technische Umsetzung, also das ist unser Spektrum. Die Adressen haben Sie hier nochmal, also wenn irgendwie oder über Herrn Röltgen, wenn hier Bedarf, Interesse besteht, gerne Kontakt machen. Gut, dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Es war wieder viel heute, aber ich hoffe, es hat einiges gebracht. Sehr gut, da sind wir wieder. Kamera. Jawohl, Herr Rölken, habe ich Sie erschlagen? Nein, überhaupt nicht. Ich fand es hochinteressant, sehr, sehr spannend. Herr Dr. Vogt, ich habe eine Frage. Und zwar haben Sie ja davon berichtet, dass das alles jetzt haptisch, sogar Gerüche sind schon möglich. Wie sieht es denn mit einer ganz einfachen, mit einer ganz simplen Sache eigentlich aus, und zwar mit Sprache? Also außer, dass es jetzt natürlich wahrscheinlich in Englisch abläuft, ist es nicht möglich, dass man in seiner Muttersprache spricht und der Avatar das praktisch dann schon in die gegenüberliegende Sprache übersetzt? Das ist eine sehr gute Frage, Herr Röltgen. Ein ganz wichtiger Punkt. Ist in Arbeit, ist in Entwicklung. Mir ist noch kein Tool bekannt, das die Avatarsprache aus sofort automatisch übersetzt. Aber ich weiß, dass an diesen Übersetzungsautomatismen gearbeitet wird. Wir haben so kleine Handgeräte schon, wo Sie quasi im Urlaub so übersetzen können. So. Das ist in Arbeit, aber mir ist keine Metaverse-Applikation bekannt, die das schon leistet. Aber ich sage, halbes Jahr, ein Jahr, dann sind wir soweit. Ja, das denke ich. Wir machen es noch selbst. Also wenn's bei uns geht da viel um China. Wir haben dann unsere Leute natürlich, die sind übersetzen. Hm. Okay, gut. Ich hätte noch eine weitere Frage, und zwar, wie stark ist das Metaverse in China staatlich reglementiert? Also unterliegt das einer gewissen Zensur? Ganz klar, China reglementiert alles Digitale, Virtuelle, aber auch hier wieder bitte die Kirche im Dorf lassen. China reglementiert durch diese sogenannte Internetpolizei und die Behörden politisch relevante Inhalte, Vorgänge, den Deutschen Spiegel, das Wall Street Journal, Gesundheitsdaten natürlich von chinesischen Bürgern. Ne? Niemand in China wird sich für ihre Maschinendaten interessieren oder auch die ausspionieren. Der Staat betreibt keine groß angelegte Industriespionage auf deutsche Unternehmen und so. Das sind private Hacker, private Wettbewerber, die Hacker engagieren und da reingehen. Ne? Also Zensur ja, aber ganz beschränkt auf politisch relevante Inhalte. Okay, super. Ja, Herr Dr. Fuchs, wir sind durch mit der Zeit. Vielleicht bieten wir nochmal gemeinsam mit Ihnen ein weiteres Webinar an. Wir haben ja noch kein Thema, Termin, da sprechen wir einfach nochmal. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihr Interesse. Und wenn es weitere Webinare in Zusammenarbeit, Kooperation mit China Brand gibt, dann lassen wir Sie das natürlich wissen. Das können wir machen. Und von unserer Seite halt auch das Angebot, das machen wir ja, dass wir in Unternehmen
Präsenzworkshops durchführen, Tagesworkshops, die Interesse haben in einzelnen Unternehmen oder in branchenrelevant in Gruppen, dass sich einige Unternehmen zusammentun, ne? Die sind natürlich kostenpflichtig. Wir können nicht da großes Tagesseminar, Workshops vorbereiten. Da bringen wir auch eine Agentur mit, die hat Leihbrillen. Also man kann also vor Ort irgendwo in Dortmund, was weiß ich, in Nürnberg, ein Webinar machen über Maschinenbau, über Medizintechnik, über Consumer Goods, Mode und so weiter, whatever you want. Aber das ist dann kostenpflichtig. Mhm. Können wir gucken, können wir uns mal zu austauschen. Hört sich sehr interessant an. Gut, ich würde das jetzt dann hier beenden und ja, bedanke mich nochmal bei allen. Super, vielen Dank, gute Zeit, danke. Genau. Tschüss. Tschüss.